Was ist Liquidität? Was ist Liquidität? Tückische Frage. Wie alle diese Fragen, die mit ist daherkommen, ist diese Frage tückisch. Sie kommt so einfach mit drei Worten und trotzdem müssen wir uns jetzt hier sehr konzentrieren, um die Brücke zu bauen zum Inhalt. Irgendwie wissen wir, aber wie kriegen wir jetzt den Anknüpfungspunkt? Wie bauen wir uns die Überleitung? Zwei Möglichkeiten. Einmal, man setzt hier an und sagt, was macht Liquidität? Wofür ist Liquidität gut? Oder man setzt hier an und findet ein Synonym oder sowas wie ein Synonym. Ich nehme den Weg. Liquidität ist Flüssigkeit. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Wasser oder so etwas. Deswegen in Gänsefüßchen. Flüssigkeit gleich Zahlungsfähigkeit. Flüssig sein. Ja? Man sagt, ich bin im Moment nicht flüssig. Das heißt, ich bin im Moment nicht liquide. Zahlungsfähigkeit. So, und jetzt könnte man natürlich auch sich die Brücke anders bauen. Was ist Liquidität? Und sagen hier, liquide sein, Komma, bedeutet. Ja, so kann man es auch machen. Liquide sein bedeutet, seine fälligen Verpflichtungen pünktlich zu bezahlen. Oder pünktlich bezahlen zu können, könnte man hier auch sagen. Ja? So kann man es machen. So kann man also diese Hürde nehmen, wenn man in der mündlichen Prüfung mal gefragt wird, sagen Sie mal, was ist denn überhaupt Liquidität? Kriegt man erstmal einen kleinen Schock, dann fällt einem ein, ja, Flüssigkeit. Sagt der Prüfer, meinen Sie, und zeigt auf die Flasche Wasser, die auf dem Tisch steht, meinen Sie das? Nein, nein, wir meinen Flüssigkeit im Sinne von Zahlungsfähigkeit. Flüssig sein, liquide sein, über Geldmittel verfügen. Und die eben auch in flüssiger Form zu haben. Es kann sein, dass jemand sehr viele Vermögenswerte hat, aber das sind alles Immobilien. Immobilie heißt wörtlich das Unbewegliche. Und das Unbewegliche ist auch nicht flüssig. Das heißt, der kann, hat zwar drei Häuser, aber kann trotzdem jetzt an der Tankstelle das Benzin nicht bezahlen, weil er nicht flüssig ist. Er müsste also diese Häuser oder ein Haus beleihen zum Beispiel oder es verkaufen. Dann ist er wieder flüssig. Er müsste also die festen Vermögenswerte in flüssigere Formen umwandeln. Ja, es ist also nicht nur eine Frage von Vermögen haben oder Geld haben, sondern auch eine Frage, in welcher Form Vermögen vorliegt. Vermögen kann in sehr fester Form vorliegen, nämlich in Form von Immobilien, Grundstücke und Gebäude, oder in flüssiger Form, und das wäre Bargeld und Buchgeld. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.